Gestern hat ein neuer Behind the Sims Livestream stattgefunden, in dem es Neues zu Project Renee, den Säuglingen und der nächsten großen Erweiterung für die Sims 4 gab. Außerdem wurde ein kleines neues Update veröffentlicht. Beginnen wir zuerst mit Project Renee, aka der nächsten großen Sims-Generation. Diese wurde schon im Oktober offiziell vorgestellt, jetzt haben wir aber noch mehr Infos erhalten. Obwohl Project Renee noch so früh in der Entwicklung steckt, wollen uns die Entwickler noch mehr in die Entwicklung einbeziehen. Es soll regelmäßig ein paar neue Sneak Peeks geben, an was die Entwickler aktuell arbeiten und welche Features umgesetzt werden. Derzeit finden erste Spieletests mit zufällig ausgewählten Spielern statt, in dem der Baumodus ein wenig mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ebenfalls gibt es neue Informationen zum Cross-Plattform-Prinzip vom nächsten Sims-Teil. Project Renee wird auf mehreren Plattformen zur Verfügung stehen und ihr könnt zwischen diesen ganz einfach wechseln. Wenn ihr gerade unterwegs seid, spielt ihr Project Renee auf dem Handy. Wenn ihr wieder daheim ankommt, könnt ihr am PC genau da weitermachen, wo ihr aufgehört habt und auf einer eher für den PC optimierten Variante weiterspielen. Das Spiel wird Single- und Multiplayer unterstützen. Dabei werdet ihr nicht mit zufälligen Spielern aus aller Welt zusammengeworfen, sondern könnt, wenn ihr wollt, Freunde in euren Spielstand einladen. Ganz kurz, wenn ihr auf viele Packs für die Sims 4 bis zu unschlagbare 70% sparen wollt, schaut bei meinem Partner Instant Gaming über den Link in der Beschreibung vorbei. Ich freue mich über eure Unterstützung. Weiter zur Säuglingsüberarbeitung. Zu diesen wurden einige sehr coole Details geteilt, aber alles ganz von vorne. Endlich können wir die kleinen Racker im Ersteller einen Sim-Modus bearbeiten. Hierzu haben wir ebenfalls die Benutzeroberfläche gesehen. Die Säuglinge starten mit einem Merkmal und können ähnlich wie die älteren Sims bearbeitet werden. Die Kleinen lehnen hier an einem Kissen. Eine besondere Neuerung, hier können wir ebenfalls auch Muttermale auswählen. Zwei Stück stehen hier bereit. Für die Säuglinge gibt es ein kleines Gitterbett. Sie können an der Brust gefüttert werden und auch solche Momente, in denen das Sims-Kind komplett mit Brei beschmiert ist, sind möglich. Für die Badewanne gibt es eine kleine Sitzhilfe, damit der Säugling beim Baden sicher sitzt. Auch wurde gezeigt, dass die Säuglinge mit Hunden und Katzen interagieren werden können. Hier im Hintergrund seht ihr nochmal allgemein ein paar süße Animationen, die wir so im Trailer gesehen haben. Besonders erwähnenswert finde ich auch den Fakt, dass wir anderen Sims den Säugling überreichen können, ohne ihn vorher auf den Boden zu legen. Endlich haben wir auch ein Veröffentlichungsdatum. Die Gerüchte und Theorien aus den letzten Wochen haben sich leider nicht bewahrheitet, denn das Update wird erst am 14. März kostenlos für alle Spieler erscheinen. Ganz und gar nicht mehr lang weg ist das 13. Erweiterungspack für die Sims 4 entfernt. Ein kurzer Teaser wurde geteilt und auch wann wir dann den Ankündigungstrailer zum Pack erhalten werden, ist jetzt klar. Schon morgen, den 2. Februar, werden wir die offizielle Ankündigung für die Sims 4 erhalten. Wie genau die Erweiterung heißen wird, ist derzeit noch unklar, aber dadurch, dass man auf dem Bild eine Familie erkennen kann, wird es wohl recht sicher um neue Inhalte rund um die Familie gehen. Ebenfalls sehen wir im Hintergrund eine neue Welt für Spiel. Aber das war es noch nicht mit Neuigkeiten. Die Entwickler haben nämlich noch ein neues Update veröffentlicht, welches medizinische Wearables ins Spiel bringt. So stehen unter den Körper- und Gesichtsaccessoires die neue Kategorie medizinische Wearables bereit. In dieser lassen sich Hörgeräte hinzufügen, entweder für das rechte, linke oder beide Ohren. Außerdem gibt es jetzt auch Blutzuckermessgeräte, die wie die Hörgeräte ab dem Kleinkinderalter bereitstehen. Wenn ihr euren Sims noch Narben verpassen wollt, weil diese beispielsweise gut zur Geschichte eurer Sims passen, gibt es jetzt noch diese nach einer Mastektomie. Ansonsten gibt es im Cast noch zwei neue Klamotten, einmal dieses Tanktop und diese Shapewear. Aber auch im Baumodus können wir uns über eine kleine, aber feine Ergänzung freuen. Dieser Lichtschalter kann ab sofort von allen Spielern genutzt werden. Was denkt ihr über die Neuerung? Wie fandet ihr den ersten Eindruck zum kommenden Säuglings-Update? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.